was fake, sleeping in your backseat. You were singing badly, we both know you had me. We were shifting seasons, taking back roads. Where did all the time go? Lost in the crescendo. You're the loudest thing in my head, and I'd fall in over again. Love you silver and gold, a billion or broke, I know I won't let you go. High places or low, sun blazing or cold, I know I won't let you go. Hallo, willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Es ist einfach ein Wahnsinn, was da los ist an Schmetterlingen und Bienen. Ich weiß nicht, ob man das am Bild so sieht, aber es ist gigantisch, das ist echt cool. Und passend zu der Szenerie machen wir halt natürlich alles Mögliche mit dem Lavendel. Ich liebe Lavendel und es ist ja kein Wunder, weil der ist so schön und er ist so extrem gesund. Das weiß eh jeder, aber er ist ein total gutes Nervenmittel. Also es beruhigt die Nerven, es ist gut für den Schlaf, es nimmt Ängste. Also es ist wirklich so eine gute natürliche Methode, wenn man sich ein bisschen in Balance zu bringen. Und das ist auch erwiesen, dass der Lavendel eine extrem gute Wirkung auf unser Nervenkostüm hat. Ich mache ja aus dem Lavendel ganz viel Sirup, also einen Saft, weil der einfach so extrem gut ist. Und ich bin einfach trotzdem der Meinung, dass das gesund ist, auch wenn viel Zucker drin ist. Aber man verdünnt ja das und man hat trotzdem die Pflanzenwirkstoffe drinnen. Wir trinken voll gern Lavendeltee, also ich konnte jetzt einfach da Laub und Blüte anschneiden, das in so eine Teekanne da mit heißem Wasser aufgießen, natürlich trocknen, dass man im Winter auch einen Tee hat. Dann mache ich ganz viel Lavendelhydrolat, den kann man für alles Mögliche hernehmen. Der Markus nimmt es jetzt gerade her als Aftershave, er sagt, das wirkt, also das ist so gut für seine Haut, da kriegt er dann nicht so rote Punkte. Es ist super für die Haare, wenn man Schuppen hat, das wirkt echt Wunder. Also es gibt ganz viele Sachen, wo man das Lavendelhydrolat hernehmen kann. Lavendelzucker, machen wir es jetzt noch was? Ja, es gab natürlich eine Unmenge, die man machen könnte, aber man braucht natürlich auch oft Zeit für die Dinge. Aber ich liebe Lavendel und heute machen wir ein Lavendelherz. Ich zeige Ihnen eine aufwendigere Methode und dann eine Methode, die schneller und einfacher geht.
hungry for the road all my life. Thirsty for adventure all my youth. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation. Steam coming up off the stove. Photographs down the staircase showing our stories unfold. Fertig ist das duftende, wunderschöne Lavendelherz. Ich mache eigentlich jedes Jahr so ein Herz. Das war jetzt die aufwendigere Variante und die ist schon nicht besonders aufwendig. Für uns ist es halt sehr anstrengend, weil es hat, glaube ich, 35 Grad da in der prallen Sonne. Uns ist so richtig heiß. Man kann das Herz wieder überall hinhängen, auf Gartenstäbe, an Zäune. Ich gebe eigentlich jedes Jahr so ein Lavendelherz drinnen an die Wand, weil da bleibt die Farbe am schönsten. Das bleibt so ein ganz jahrelang eigentlich. Ich habe wirklich ein Herz jahrelang drinnen gehabt. Das bleibt so, wenn es nicht von der Sonne angescheint wird. Und deswegen werden wir das einhängen, aber natürlich kann man es heraus nah an die Tür hängen oder an einen Zaun. Das schaut einfach super lieb aus. Und jetzt machen wir die einfachere Variante. Aber bevor wir die einfache Variante machen, habe ich natürlich auch für die Kerzenständer zwar so Kranzerl gemacht, mit derselben Methode, wie ich das Herz gemacht habe. Schaut so lieb aus, duftet, und das kann man jetzt bis zum Herbst so stehen lassen, weil das verändert sich kaum und macht es einfach so richtig lieblich. Tell you, living.
blessings overflow. Make sure your candle always goes, and that your skies will never be gray. And you will always find my love. And you will always find my love. And you will always find my love when you need it the most. And you will always be enough. I hope your blessings overflow. Make sure your candle always glows. Was? Okay. Es gab ja noch jede Menge, was man mit Lavendel machen kann. Also das ist unendlich. Es war noch cool, einen super schönen Sommerkranz zu machen, aber das machen wir vielleicht nächstes Mal, weil es ist so heiß. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich schwitze voll. Und ich will ja auch noch mit der Birke was machen, weil da habe ich groß geredet, dass ich so viele Ideen habe und wir haben noch gar nicht so viel gemacht, aber da kommt auch noch was. Und zum Lavendel sicher auch noch, weil ich liebe ihn, wie gesagt, als Dekopflanzen, aber auch als Gesundheitspflanzen und natürlich auch als Insektenpflanzen, weil das ist einfach gewaltig, was da los ist. Unglaublich viele Insekten. Das ist übrigens die Sorte Hitcot Blue. Die ist besonders kompakt, also der Lavendel, und er hat eine besonders dunkle Farbe. Also ist eine super Sorte und die nehme ich eben auch zum Softmachen her. Als erstes gehen wir die Blüten ernten. Aber ich tue da nicht so schön langsam herumschneiden, Blüte für Blüte, sondern ich nehme das und da da kann ruhig Laub und Stängel dabei sein, das macht gar nichts, im Gegenteil. Also einfach wild anschneiden und das machen wir jetzt. I swear I know how you value these words, but I cannot make poetry out of feelings like you do. So wie ich das jetzt abschneide, finde ich soft. Das ist dann gleichzeitig der Sommerschnitt. So treibt der Lavendel noch einmal durch und blüht noch einmal, weil beim Sommerschnitt, da schneidet man einfach den Bereich ab und dann blühen sie noch einmal durch. Best is always yet to come, I tell you.
Das waren jetzt 5 Liter Wasser, 250 Gramm Zitronensäure. Und so lässt man das jetzt 24 Stunden stehen. Drinnen im Haus, das stelle ich mir immer in die Küche und ich rühre halt immer wieder mal um. I used to have so many reasons to get better. As time goes by, it gets harder to keep your head above water. If you make the music stop, there'll be no heaven left for me on Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt oder ein Like da lasst. Und natürlich freue ich mich sehr, 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 wenn ihr bei uns in den Webshop reinschaut. Da gibt es halt immer die ganzen Sachen, die wir in die Videos verwenden. Und natürlich auch unsere Feel-It-Armbänder, mit denen wir voll die Freude haben und wo wir uns besonders freuen, wenn sich wer eins gönnt, weil das ist was Besonderes und es ist einfach total schön und ist auch voll cool als Geschenk, finde ich. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich weiß noch nicht fix, wann das ist, weil nach Hamburg, also heute ist Sonntag, gell, haben der Markus und ich Urlaub. Der Markus, der Niklas und ich, wir werden nach Mittersee fahren zu meinen Eltern. Ich meine, sie sind zwar leider in Schweden, aber zu mir, also in meine Heimat. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob wir ein Video schaffen. Aber ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
kissed on my phone.